herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist die Pinkbox für den Mai gekommen. Ja, heute haben wir Muttertag, ich weiß. Aber ja, früher bin ich nicht dazu gekommen. So schaut sie aus, Pinkbox. Hakuna Matata, glaube ich, habe ich gelesen. Ist. Machen wir es mal auf, ist immer ein schön klebe hier, ne? Ist ganz schön schwer. Und dann lassen wir uns überraschen. Ich habe nämlich das schon eingescannt. Genau, Hakuna Matata. It means no worries. Da, hey Sweetheart, es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Schnapp dir die neue Pinkbox Hakuna Matata, lass den Alltagsstress hinter dir und tauche ein in eine Welt der Sorglosigkeit und Entspannung. Entdecke eine Produktauswahl, die dich zum Strahlen bringt und dir ein Gefühl von purer Lebensfreude schenkt. Wir haben an alles gedacht, dekorative Kosmetik, nützliche Beauty-Helferlein oder ein leckeres Getränk. Oh, prima, lass dich rundum verwöhnen und genieße die kleinen Freuden des Lebens. Ja, ein QR-Code habe ich schon gescannt und dann fangen wir mal an. Was haben wir hier? Haarliebe von Baidominokati, Kopfhautpeeling. Wow, Zaubermacher für eine gesunde Kopfhaut, okay. Anwendung. Direkt auf die Kopfhaut auftragen, sanft einmassieren und 10 Minuten einwirken lassen. Danach die Haare wie gewohnt waschen. Ah, so ist es. Okay, alles klar. Dann haben wir hier was Größeres. Ein großes. Aha, das ist ein Rasierer, wie das ausschaut. Simple, soft to easy. Ja, bye bye Stress, ja, Tierstress, ideal auch für deine empfindliche Haut, ja, genau, für ein sanftes Kleiden, mit Duo Intenserum, okay. In Feuchtigkeitsbalance während der Rasur, Rasiergriff mit, ja, super, immer gut. Ah, und da haben wir hier ein Getränk, ja, so, und das ist leer. Dann haben wir hier Summersby Orange Spritz, oh, Semi-Sweet Cider. 4,5% Alkohol, okay, ui. Orangespritz, okay, kenne ich auch nicht. Mhm. Oh, das ist mal interessant. Ja, es geht schon weiter, aber es ist nicht mehr viel drin. Zwei Sachen noch. Ja, dann haben wir hier ein Blush von Ofra. Oh, Ofra Blush Bellini. How we apply it. Okay. Steht keine Nummer drauf. Jo, das ist ein sehr schönes Blush. Wie ihr seht, ne, das ist hier so typisch Ofra. Ach, da geht's ja weiter. Ja, haben wir da noch was. Dann haben wir hier Magic Finish von M. Asam. Wow. Studio Nail Polish. Okay. Leuchtende Rot von Ruby Red. Okay. Ich habe schon so viel rote Nagellacke, ich kann mich totschmeißen, aber ja. Okay. So, ja, es ist ein schickes Rot, ja, so ein dunkles Rot, schick,
Ist hübsch, ja. So, dann haben wir hier noch. So. Das war's dann. Okay, der Rasierer, ja, das Aufrauben. Ja, okay. Vitamin C Power Konzentrat von Schäbens. Glow Sofort Effekt. Jo. Mandelöl. Das ist sehr gut von Schäbens, die Vitamin C. Die mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Ja, ne, nichts mehr drin. Mehr lauter Kruschelpapier immer. Das ist immer drin. Aber ja, das war's. Schon leer. So. Immer mehr von dem Papiergewusel da drin. Aber ja. Ist halt. Ja. Dieses Orangespritz ist interessant. Genau. Dann gucken wir mal, was die Sachen so wert sind. Da haben wir es. Hakuna Matata. Dann haben wir hier. Das mit Sorgen, Vitamin C Power Konzentrat, sofort mehr Energie. Ja, für eine sanft gereinigte Zaubermacher. Intuition Rasierer. Blush Bellini von Ofra. Und Magic Phoenix, ja, Orange Spritz, genau, das war's. Ja. Dann dieser Rasierer kostet das Stück 8,99 Euro. Saubermacher Kopfhaut Peeling kostet 4,99 Euro, 100 ml. Magic Finish 8 ml, 7,99 Euro. Ja. Vitamin C Power Konzentrat, ja, das ist 1,45, ja. 5 Kapseln, sonst waren immer 7 Kapseln drin. Blush Bellini, der pfirsichfarbene Blush. Ja, echter Kultklassiker, 24 Euro. Na klar, da haben wir es dann schon. Orange Spritz kostet 1,59. Das Summersby, wie es ich habe, dann gibt es im Blank auch noch. Kostet 1,25, bei mir kostet dann das, ich habe 330 ml, 1,59 Euro kostet das, ja, 4,5%, das sind 33 cl, ja, genau, gute Laune, sagen sie jetzt, die Menschen. Okay. Mache ich vielleicht mal. Okay, ja, das war die Bingbox von Mai. Ja, sind schöne Sachen drin, okay. Die haben ja ihren Wert und ja, nur man hat halt so viele Sachen schon, aber ja gut, das Blush von Ofra habe ich noch nicht. Nagellack, ja, ein M-Asam. Diese Kopfhautzaubermacher, okay. Rasierer, okay. Ja, gut. Ich will mich nicht beschweren. Sind hübsche Sachen dabei. Na klar, prima. Kann man doch gebrauchen. Okay, dann ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt ja mich auch mal auf Twitch. Im Twitch bin ich fast täglich, ne? Zu sehen. Und zwar, ich verlinke euch meinen Kanal in Twitch. Da heiße ich Omi Zockt. Ich verlinke euch meinen Twitch-Kanal mal. Und da spiele ich GTA RP, also Roleplay. Und da verkörper ich die Sophia Jones. Das ist eine ältere Dame, die im SAMS als Ärztin jetzt arbeitet. Sie hat es geschafft, hat sich hochgearbeitet von klein auf, von Medical Trainee bis zur Ärztin, lange Zeit Medical Assistant und dann, ja, war ich Student und dann bin ich,
vor kurzem Ärztin geworden, die Sophia Jones. Und ja, und jetzt hat sich die Sophia ein Auto zugelegt. Ein kleines, einen kleinen Pando. Dann schauen wir, dass wir den morgen holen können. Okay, ja. Dann wollte ich euch nur sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich bin da so täglich, die Videos könnt ihr auch nachschauen auf Twitch, aber ich verlinke den Kanal unten. Ne? Einfach aufklappen, unten unter diesem Video verlinke ich den Kanal auf Twitch, ja? Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und der Sophia ihren Werdegang oder ihr Leben soweit mit nachverfolgt. Ne? Die Sophia ist eingereist am 1. Januar und ja, diesen Jahres und ja, und seitdem hat er erst im Hotel gelebt und dann hat sie beim Little Tokyo, hat sie das Ganze spielt in Los Santos, in Amerika, Los Santos heißt es, San Andreas, ne, ist eine Stadt, ist eine Insel. Und da ist recht schön und recht hübsch da. Und ja, meine Söhne, der Christian und der Daniel, was meine Söhne sind, die zwei, die spielen ja auch, ne? Die tun auch streamen und ich stream auch, ne? Also, wie gesagt, es war jetzt mal Werbung in einer eigener Sache, wo ich gemacht habe für einen Twitch-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, ne? Dass wir uns da mal sehen und auch austauschen können. Ne? Das sind Livestreams. Bin meistens so um 11 Uhr vormittags bin ich im Stream meistens. 11 Uhr, manchmal wird es auch später, 12 Uhr oder es ist 10:30, ne? Aber so um den Dreh, so 11 Uhr bin ich dann, ne? Okay. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch einen schönen Muttertag, an alle Mütter noch einen schönen Muttertag. Lasst euch schön beschenken. Vielleicht hat die eine oder andere Mutter jetzt vielleicht eine Anregung bekommen. Also die Vitamin C Power Konzentrat von Schäben sind super. Ne? Ja. Die finde ich so total klasse. Also die kaufe ich mir immer wieder nach und ja. Gut, ne, das ist nur die anderen Sachen, kann ich noch nichts zusagen, ne? Wie gesagt, aber die kenne ich. Okay, dann meine Lieben, schönen Sonntag noch und schönen Abend, ne? Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.